Und das heißt, es kommen heute Abend noch zwei Videos vom Schwarzen Magier, auch wenn sie sich dann kein Schwein mehr angucken will, da sie wahrscheinlich erst zu unchristlichen Zeiten hochgeladen sind. Da ich Agnostiker bin, ist mir das aber wurscht und ich mache das trotzdem. Schon wieder ein Herzteil. Blub. Nur so zur Info, die euch sicherlich alle nicht interessiert, aber es interessiert mich auch nicht, dass es euch nicht interessiert. Ich mach, was ich will. Ha ha ha. Ha ha ha. Ha. Bam 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 bam. Geh aus dem Weg, Ping-Pong-Ball aus der Hölle. Dim 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 dim. Was? Ja, leck doch. Hast schon recht. Ich habe nichts anderes zu tun, als dir beim Lecken zuzugucken spielen. Doch, habe ich. Ich bin ein sehr viel beschäftigter Mann. Sehr viel beschäftigt, ja. Deutsch ist gut. Ach, ist das alles aufregend. Nein, ich bin gerade gar nicht gelangweilt. Ich meine nur so allgemein. So, weil zum Let's Playen ist halt Büschel kaputt hauen nicht das Wahre. Denn irgendwann hat man alles erzählt über Büsche. Und ja, ah, wir sind da. Das ist gut. Wo könnte es weitergehen? Ah, ich weiß. Irgendwo hier muss doch ein Geheimgang geben. Ja, ist gut. Komm, ich halte schon die Schnauze. was war das jetzt? Wieso habe ich... Dieser Stein hat mich gerade irgendwie fasziniert. Ich weiß nicht, wieso. Keine Ahnung. So. Grüß Gott. Ah, das ist so schön hier. So, Fräulein. Hey, bleib doch stehen. Ich will dir nichts Böses. Bleib da. Nein. Ich will dich doch nur an einem Gefallen bitten. Bitte kratz mich am Rücken. Ich komme nicht dran. Ah, da ist die Weiße Königin, wie ich sie nenne. Da sie mich irgendwie so ein bisschen an die Weiße Königin aus Alice im Wunderland erinnert. So, so. Du möchtest die Sophie also meinen Gefallen bitten? Und was könnte meine kleine Celia für dich tun? Ihr müsst jetzt sehen, wie ich hier mit den Händen herumfuchtel, obwohl es kein Schwein sieht. So grazil, so ha, als ob ich gleich losschweben könnte. Ins Wunderland. Was ist los? Hat es im großen Hummer die Sprache verschlagen? Celia, würdest du uns bitte einen Moment alleine lassen? Ich möchte diesen Hummer gerne vernaschen. Wie witzig. Wir Feen sind sehr hilfsbereit und haben euch Hummer schon seit Anbeginn der Zeit unterstützt. Aber wir helfen nicht jedem von euch. Es mag vielleicht sein, dass du keine bösen Absichten hast, aber ich spüre viel Zorn und Verzweiflung in dir. Deine Zukunft ist ungewiss. Wenn Celia dich begleitet, gerät sie womöglich unnötig in Gefahr und deshalb möchte ich nicht, dass sie dir hilft. Du Bitch! Und wieso hast du das zu... und wieso hast du das zu entscheiden? Hat diese Celia keinen freien Willen? Und warum hört sie sich an wie ein Vogel? Was war das denn? Nein, was war denn das? Das denn, da denn, das, bla. Ah, das ist toll. Pass auf, die Animation gleich. 3, 2, 1. Ich finde das so... Ich fand das echt cool. Eigene Rieseneule. Los, kleine Fee, bring dich in Sicherheit. Run! Lauf, Forest! Flieg, Navi, flieg! Bong. Eine Eule, die Stalagmiten beschwören kann. Okay. Diese Eule ist nicht sonderlich kompliziert.
Eigentlich muss man sie nur in die Ecke drängen, wie hier. Und dann muss man die ganze Zeit Folgendes tun. Denn das ist super awesome und macht Spaß. Und dann ist die Eule auch irgendwann tot, außer sie befreit sich aus der Ecke. Dann muss man sie aber einfach wieder hineindrängen und wieder Folgendes tun. La 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 la. La la la. La la la. Button Smashing ist awesome. Meine Taktik ist sowas von professionell. Das war's. Ja, so schnell ging das letztes Mal nicht. Ich bin gerade selber ein bisschen überrascht über diese Eule. Aber gut. Ich bin dieses Mal im Allgemeinen sehr viel schneller als letztes Mal. Wenn ich an der gleichen Stelle speichere, werde ich wahrscheinlich wieder viel zu früh aufgehört haben. Es mag vielleicht sein, dass dieser Hummer sehr mutig ist. Aber ich möchte dennoch nicht, dass du ihn begleitest. Aber... Eigentlich habe ich dann die Tonhöhe höher gestellt, dass es wie ein Chipmunk klingt. Das war so toll. Aber jetzt mache ich es nicht. Warum nicht? Weil ich es zweimal aufnehmen musste. Pü. Aber Penelope. Nee, nur Penelo. Alle meine Brüder und Schwestern sind schon lange fort. Und ich möchte nicht mein ganzes Leben in dieser Höhle verbringen. Auch wenn ich weiblich bin, ich rede wie ein Kerl. Ich möchte die Welt da draußen gerne näher kennenlernen. Außerdem, Dorf am Füße des Berges habe ich bisher noch nicht viel gesehen. Hörst mir. Ich kann dich durchaus verstehen, aber ich habe ein ungutes Gefühl bei dem Jungen. Ich spüre, dass eines Tages viel Leid über all jene wird, bringen wird, die ihm nahestehen. Bitte, Celia, versprich mir, dass du dich von ihm fernhältst. Ich möchte nicht, dass dir etwas zustößt. Na gut. Wenn du es für richtig hältst. Glaub mir, es ist besser so, für uns beide. Keine Ahnung, wie ich die kleine Fee sprechen soll. Das Chipmunk war eigentlich ganz toll, aber irgendwie... nee, das hat mich so demotiviert, dass es nicht geklappt hat und so verschoben war und bla. Ja, ich bin demotiviert, aber trotzdem gut drauf. Nein, ich bin nicht demotiviert. Wie soll ich das sagen? Ich möchte jetzt einfach nicht mehr, ja? Das ist jetzt so wie... Das war damals eine spontane Idee und jetzt wäre das so alles so geplant und das mag ich nicht so. Und... Hast du jetzt die Erlaubnis von dieser Penelo? Nun, sie war zwar nicht besonders begeistert, aber sie hat mir erlaubt, dich zu helfen, Tutentun. Nein, ich habe Tutentun gesagt. Nein. Oh mein Gott. MG, verzeih mir. Ich hab's. Ich vermeide es schon seit so vielen Videos. Und jetzt ist es mir rausgerutscht. Und jetzt habe ich keinen Bock zu schneiden. Ja, ich habe gerade... Tutentum gesagt. Steinigt mich, tötet mich. MG, block mich, keine Ahnung. Ich wollte es nicht. Oh Gott. Daran ist nur MG schuld. Nur MG schuld. Ich glaube, ich muss ihn nicht verlinken. Wer mich kennt, sollte ihn auch kennen. Ich gehe mich jetzt gleich ritzen. Oder so. Ich habe so oft versucht, es zu vermeiden. Ich könnte mich selber dafür auch feigen. Nun, achso, das habe ich gerade vorgelesen. Und dann habe ich Tutentum gesagt. Na prima, dann können wir ja los. Ich erkläre dir auf dem Weg, warum es eigentlich... Warum es eigentlich genau geht? Das ist mir letztes Mal nicht aufgefallen. Warum es geht? Warum gehe ich? Ach, scheiß drauf. Lies ein Biologiebuch. Bitte verzeih mir, Penelo. Ich bin bald wieder zurück. Versprochen. Versprochen. Keine Ahnung, warum ich das gemacht habe. Ich weiß manches. Ich weiß ein Eng. Ich weiß ich nie, warum ich irgendwas tue. Fragt mich einfach nicht mehr. Achso, der Opa. Ja, ja. An den. Ja, den kenne ich doch. Der war doch am Anfang. Warte. Gigamisch mag noch eine Nummer zu groß für ihn sein, aber er ist stark, zweifelsohne. Und er verliert sein Ziel nicht so schnell aus den Augen. Aber er ist auch noch sehr jung. Zu jung vielleicht. Mal sehen, ob er die Spinnenplage in Eledin in den Griff bekommt. Wenn er dabei scheitert, kann ich ihn ohnehin nicht gebrauchen. Unwürdiger! Oder was meinst du dazu, mein gefiederter Freund? Ich mag auch so eine Eule als Haustier. Ich find die putzig. Hoffentlich kommt die noch mal. Als Mutant. Und ich soll für dich einen Weg in die Ruine finden, in der sich die Spinnen verstecken. Hab ich jetzt richtig verstanden? Ja, genau.
Aber wenn's lauter Spinnen gibt, dann könnte das auch richtig gefährlich werden. Oder etwa nicht? Keine Ahnung. Keine. Warum habe ich keine gesagt? Ich hab keine Ahnung, du. Wahrscheinlich schön. Diese blöde Fee, die steckt mich voll an. Naja, hoffen wir mal das Beste. Ich muss sie weiblich sprechen. Definitely. Definitely. So, jetzt speichere ich ab. Jetzt wollte ich schon wieder sagen, ihr wisst schon was. Ich muss jetzt hier beenden, dringend, sonst sage ich irgendwann noch andere Sachen. Ja, das war's vom Schwarzmagier. Ja, schaltet demnächst mal wieder ein beim Schwarzmagier oder bei anderen Let's Plays meinerseits oder andererseits von anderen Let's Playern. Was laber ich denn für Scheiße? Ich bin euer Nonsense RPG. Macht's gut. Sayonara. Bye bye.